Moin Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Assetto Corsa Competizione, drittes Ligarennen hier bei der SimRC in Donington, und es regnet nur noch stärker. Ja, Stefan ist auch wieder mit dabei Hallo. und wir haben schon deutlich zu viel Spaß hier. So. Motor starten wäre, glaube ich, günstig. Wenn ich Erstmal in ins der. Auto setzen. Acht. Oh ja, das wäre auch richtig gut. So, und dann Boxen. Genau. Oh, ich habe beim Boxen stoppt. Das muss ich dir nachher mal erzählen. Ich habe da Dinge Okay. rausgefunden, wie man Oh. das Ganze halt ein bisschen optimieren kann. Achso, brauchen wir Regenlicht? Das habe ich gar nicht belegt, um ehrlich zu sein. Okay, mein Motor ist aus. Ist egal, ich bin Geil. eh letzter. Oh, man sieht richtig viel. Ich überlege mir echt, mit Abstand da durchzufahren, ein bisschen. Einfach nach hinten zu, bisschen hinten zu bleiben, ne? Ja. Naja, wen habe ich denn hinter mir? Ich weiß halt auch Bam. nicht, sorry, ich weiß auch nicht, was unsere Strategie für den Rennstart sein sollte. Überleben. Ja, genau, aber wie? Kennst du das Meme von Fallout von wegen Current Objective Survive? Nee. So, aber es ist ja wenigstens nicht so, dass wir Regen nicht geübt hätten. Ganze 30 Minuten im Training vorhin. Naja, hey, ist doch voll nett von denen, dass sie das Training auch schon mal im Regen eingestellt haben und dann Qualifying im Trockenen, so Double File, weil. Jetzt schon. War ich links oder rechts? Was? Welcher Tag ist heute? Einer von beiden. What year is it? So, Achtung, hinterm Hügel langsam verremsen. Achso, ich muss ja vor den Schwarz sogar. Also die Runde ist schon mal ungültig, würde ich sagen, Stefan, ne? Bin so froh, dass es hier keine Kollisionen noch gibt. Ich bin so froh, dass ich mich ganz hinten und nicht irgendwie so auf Platz 23 oder sowas qualifiziert habe. Das wäre echt scheiße. Weil dann hast du halt ungeduldige Leute hinter dir, ne? Vor dir irgendein Ja. paar Idioten und so muss ich einfach nur nach vorne gucken. Hey, jetzt steht schon einer rechts, so ein Porsche wieder hier. Ist das jemand Tschüss. drin gefallen oder was? Na, einer von den beiden hier, Kohl oder ja, Kohl ist es. Das werden sie aber nicht gerne sehen, ne? Muss er jetzt halt Zum mit Off-Gate. leben. Sah Vom so Race aus, als wenn Start. er schon abgestellt hätte. Nee, der fährt noch. Der stand halt echt so am Green Rand Light, go, go, go. und hat alle durchgelassen. Oh Gott, ist das hier. Ich bin halt einfach auf der Startziellinie in dem Schwarz schon hinten drauf gefahren. Jetzt nach dem Ganz leicht. Start oder was? Ja, ganz leichter Kacke. Bonk. Horny Police. Ich habe übrigens jetzt das erste Mal meinen neuen Twitch-Sub-Sound gehört. Oh, und? Es ist Timo, schieb ihn raus. Ha! Oh Gott, Achtung, bleib Oh rechts. ja. Oh. Oh, man sieht nichts, man rutscht. Ist ein Spaß. Dann fährt einem der Lambo hier direkt vor die Karre beim Beschleunigen. Ja, es ist wild. Der Lambo wedelt so beim Bremsen. Wie sagst du immer, der ist schwanzig? Der schwanzelt. Der schwanzelt, genau. Ja. Charmanter österreichischer Ton. Ich habe gerade festgestellt, meine Motivation in diesen Konditionen zu überholen, hält sich doch irgendwie in Grenzen. Das verstehe ich, das habe ich mir am Start auch gedacht. Oh Gott, da gehen alle weit gefühlt. Ich habe gerade in der Doppelrechts zwei Autos überholt.
Junge! Blume! Kollege! Freundchen! Meister! So, jetzt gehen wir die Ausdrücke aus. Ey, wir sind aber halt einfach schon 15 und 18, ne? Na ja. Easy. Also bisher war echt easy Snack. Ich meine, es ist echt anstrengend zu fahren, aber... Ja. Aber wenn man vorsichtig genug ist... Kommt man auch nicht so weit raus, ja, hast du recht. Ja, und das geht. Oh Gott, Blumen, Schwarzen nebeneinander, zwei Porsche. Ich fühle mich nicht wohl. Hey, und wir haben erst 200 Minuten von der Uhr. Kacke. Dann noch 62 weitere. Oh. Die Kurve hat es mir angetan. Oh, Alter, hat der Lambo eine Beschleunigung im Regen. Holy shit. Ach, Junge. Er verliert das Heck und kracht in mich rein. Oh, Leute. So, wie machen wir das jetzt? Ich bleib außen. Und ich komme auf den Körper. Gut, dann habe ich wenigstens genug Platz hier zu überschießen. So viel zu P15. Das war der Cursed Sub Sound. wer war es denn eigentlich? Wer subscribed hat? Ja. Ein Kumpel von mir. Der auch bei uns auf dem Discord-Server ist, der Osiris. Ah. Das fühlt sich unangenehm an. Da ist nämlich auch irgendwo eine Pfütze auf der Linie. Geil. Jedenfalls auf der Linie, die ich gefahren bin. Oh, Kohl, Lange und Nietzsche sind das, glaube ich, waren schon an der Box. Und die 16 steht hinter uns, der Landwehr. Der hat sich weggeräumt. Krass. Ja, die ziehen jetzt bestimmt Regenreifen auf. Stell dir mal vor, die erste Runde auf Tropfen. Alles schon vorgekommen sein, ne? Ich glaube, in Misano hat es ja auch jemand. Ne, beim Boxenstopp hat es einer verkackt. Ja, beim Boxenstopp. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn war oder wer. Das ist aber auch der Albtraum, ne? Du fährst ein relativ gutes Rennen. Ja, gut, Kialami, ne? Fahrerwechsel. Ach, warte auf. Es wurmt mich immer noch, dass ich dir da aus Versehen diese alten abgenutzten Reifen gegeben habe. Ach du, das war das geringste, also das war tatsächlich das kleinste Hoppala in dem ganzen Rennen. Na gut, und dass ich halt dieses große Hoppala hatte. Das große Hoppala konnte ja nochmal ausgeglichen werden, ne? Stimmt, ja, wir haben auch so viele Plätze dadurch verloren. Also mindestens 5 auf jeden Fall. Aber es ist Wumpe, abhaken, 4 Regen. Ja, genau, jetzt sind wir in Donington, da regnet es, ist alles kacke. Das ist die richtige Einstellung. Und inzwischen muss ich hier doppelt lupfen auf dieser Strecke. Echt, wo denn noch? Ja, vor der links. Muss ich auch ein bisschen, sonst wäre ich da zu weit rausgetragen. Ach so. Gerade auf so einer kleinen Strecke ist ein früher Pitstop Selbstmord. Meinst du, kommst dann nicht mehr vorbei an den Leuten, oder?
Ja, du wirst dann halt gelappt, ne? Von allen. Ach so, ja, stimmt. Und da musst du ständig vorbeilassen. Ich meine, das kann ich ja schon. Und dann verlierst du halt so viel Zeit. Das stimmt. So, hier vor mir hat sich eine kleine Vierergruppe gebildet. Wieso fahrt sie mir eigentlich so krass weg? Ist jetzt 3 Sekunden schneller als ich. Wer? Du und Winkler. So, weiß ich nicht. Winkler ist halt krass. Ich hab einfach nur Glück. Der pusht dich? Nee, das ist kein Glück. Ja, der bumpcraftet mich hier die ganze Zeit. Im Regen. Alter, wie habt ihr denn das Schild hier getroffen? Vor der ersten schnellen rechts, das erste Schild haben sie getroffen irgendwie. Ich weiß nicht wie. Das ist ja stark. Ja. Oh, bitte komm doch hier nicht am Apex zurück, danke. Hat er trotzdem gemacht. Mann, Alter! Die Corso! Uno Spezialist, doch. Alter, verpiss dich! Wenn du mit dem Ferrari im Regen nicht fahren kannst, dann geh von der Strecke. Kack, das sagen die sonst immer zu mir im Pockenwetter. Das ist nicht nett. Aber dadurch habe ich jetzt den Anschluss an die Gruppe da vorne verloren. Mann. Aber dadurch komme ich an eure Gruppe wieder ran. Eigentlich hatte ich ja mit dem Colozzi verabredet, dass wir beide hinterherfahren und uns gegenseitig Windschatten geben, immer abwechselnd. Ich habe dann gesehen, in einem Training vorher, also nicht im Training vor der Session, sondern vorher, dass er halt deutlich schneller war als ich, der Arsch. Okay. Ich glaube, er wollte mich einfach nur reinlegen. Oh, das ist nicht nett von ihm. Ja, da würde ich einen Strafantrag stellen. Ja, ich habe ihn ja schon präventiv quasi im letzten Rennen beim Anbremsen T1 von der Strecke gebumst. Stimmt. Ja. Ich würde den Strafantrag mit den Worten stellen, habt ihr noch alle Ventile offen. Das sind Evergreen. Schreib einfach, hat er alle Ventile offen und hat mich von der Strecke gebumst. Genau. Nein, hier darf man doch nicht so weit fahren. Ich schwöre, wenn mich jemals jemand mit einer Divebomb von der Strecke räumt, werde ich ihm den Strafantrag stellen, dass der alle Ventile offen hatte, weil er nicht gebremst hat. Ah, jetzt winkel an mir vorbei. Mann. Das ist unfortunate. Und ich... Wow, bin nervös, stelle ich fest. Vor der Schikane. Ja, da. Ich orientiere mich links an diesen orangenen Brettern vor der Schikane und bremst da konstant immer eins zu früh an jetzt. Yellow Flag in Sektor 2. Sektor 2? Davon bin ich doch maximal weit entfernt. Same. Was glaubt denn, wie schnell ich da hinkomme? Oh, schön. Ich weiß nicht, wo ihr die Pace her habt, ne? Aus dem Wet-Setter. Ja, ich bin wieder in der Witzkiste geschlafen, ne? Naja. Und Clown gefrühstückt. In der Witzkiste geschlafen, ey, den finde ich gut. Die Augsburger Witzekiste, wer kennt sie nicht? Richtig. Ja. Noch eine Position verloren. Und schwarz auch noch, ey Mann. Sparky, schieb ihn raus! Das könnte echt passieren, wenn ich nicht aufpasse. Er schiebt sich selbst raus in der Schikane. Sollen er hat nämlich nicht gar keinen Bremspunkt. Nicht so wie ich in zu frühen, haha. Entschuldigung. Ja, da ist ja noch einer. Simu, was ist denn hier passiert? Ich habe gerade Sauer überholt.
In welche Richtung hat er gezeigt mit der Front? In die richtige, aber war sehr, sehr langsam unterwegs. Das ist ja schon mal verdächtig. Ah, auch wieder Piesig zu geholt. Sehr schön. Oh, ich hab jemanden überrundet in der Box. Yeah! Oh, Mitch hat abgestellt, der stand schon vorige Runde da. Achso, ja, scheiße. Also ich glaube, der hat abgestellt. Oder er hat sich komplett kaputt gefahren. Aber das finde ich halt echt schade, ne? Wenn du halt so früh im Rennen dann schon abstellst. Mm. Weil gerade bei einem Feld von 25, wo es bis zum 25. Platz Punkte gibt, es ist Regen, da kannst du eigentlich easy nochmal rausfahren. Eben. Egal, wie kaputt dein Wagen ist. Und wer weiß, vielleicht macht es am Ende den Unterschied, ob du einen oder fünf Punkte gemacht hast in dem Rennen. Ganz genau. Komm schon. Ich bin gerade echt so ein bisschen der Bremsklotz für die hinter dir. Das finde ich gut. Da habe ich nicht so einen Stress. Oh, da steht der nächste Barho. Was hast du davon, dass du mich gebodychecked hast? Upp, upp. Ach, da bist du schon. Jetzt sehe ich dich schon im Rückspiegel. Nice. Oh Gott. Hast du eigentlich dieses kleine Wetter-Widget da offen? Ja. Immer. Da hast du ja bestimmt ein Auge nebenbei drauf, ne? In 30 Minuten ist das Plus. So, mitten im Zweikampf erstmal eine anrauchen. Was? Mann, hör auf. Nö. Nee. Und sogar noch am Schwarz vorbeigegangen. Zwischen ach, den zwei Haaren. Jetzt kommt ja einer aus der... Ah, geht aber. Alter, wieso ist denn der Bentley so langsam jetzt auf einmal beim Rausbeschleunigen? Traktionskontrolle ein bisschen zu hoch? Oder zu niedrig? Nö, drei oder vier. Ja, dann stellen wir ein bisschen höher vielleicht. Noch höher, okay. Ah, jetzt habe ich... Oh nein, das macht man doch nicht in der Sektion hier. Egal, ich habe ihn gefangen. Ich habe ihn irgendwie noch gefangen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du halt zu viel Wheelspin hast einfach hinten. Ich habe gar keinen Wheelspin, das ist es ja. So. Das verwirrt mich ja so. Wenn ich diese Kurve noch lerne... Wenn jetzt fünf Runden hintereinander immer in derselben Kurve, in der vor deiner Lieblingskurve zu weit rausgekommen, weil ich einfach zu spät bremse. Damn it. Hat mich schon mindestens zwei Positionen gekostet. Hm. Schwarz ist durch, ich habe mich verbremst. Nein. Und hat auch gleich 4 Sekunden rausgefahren, wenn ich mich danach nochmal verbremst habe. Lumau. Das Plus ist übrigens verschwunden von in 30 Minuten. Oh. Das ist ja vielleicht schon mal was Gutes. Gerade war es Blume? Schwarz? Hm? Ja, Blume war das. Der hat sich Blume hier gerade gedreht vor mir. Ja, ja. So, wieder P16. Easy. Nice.
diese Haarnadelkurve machen mich komplett fertig. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Kann das sein? Schaut das so aus oder ist die Algie trocken an manchen Stellen? Ja, trockener auf jeden Fall. Ob mega trocken, weiß ich halt nicht. Nee, nicht trocken trocken, aber ne? Ja, also zumindest sind keine krassen Pfützen drauf, glaube ich. Mhm. Ey, ich komme mit der durchschnittlichen Rundenzeit nicht auf unter 1,39 gerade. Ich weiß nicht, was hier los ist. Was für Bremsen hast du nur drauf? Die Dreier. Nein, ich hab's schon wieder getan. Oh. Ich bin halt, wie gesagt, gefühlt bei jedem Exit zu extrem langsam. Bentley kommt nicht aus dem Arsch. Ist halt schon verdächtig. Vorsichtig. Willst du ausprobieren? Hast du Bock, dich zu drehen? Nicht unbedingt, aber ich habe auch nicht Bock, so langsam zu sein. Das kann ich voll verstehen. Also wie gesagt, so 2 Sekunden auf die Vorderleute verlieren ist schon hart. Hey, willkommen in meiner Welt. Ich bin das nicht gewohnt, es tut mir leid. Alles gut. Im Regen kannst du auf dem AstroTurf beschleunigen. Das soll mir mal jetzt einer erklären, dass ich es verstehe. Ach so. Ich hätte ja ansonsten was über Pfefferminztee erzählt. Bitte, tu dir keinen Zwang an. Das hängt halt damit zusammen, ne? Pfefferminztee, wenn man den nass macht, wird er natürlich geschmeidiger und dann kannst du besser drauf beschleunigen. Und AstroTurf ist ja nichts anderes als gepresster Pfefferminztee. Von daher ergibt das schon alles Sinn. Wie hast du das geschafft, dass es tatsächlich einleuchtend klingt? Keine Ahnung. Ich bin erstaunt. Komm, 36,9, finally! Ah. Sein Rhythmus. Schauen wir mal, ob ich das nochmal hinkriege. Turn 1 ist gefährlich. Bisschen. Platz zurückgeholt. Hahaha. Ja, nice. Ich bin aus meiner Lieblingskurve geflogen. Nein. Ich habe die Kurve abgekürzt. Oh. Alles wieder für den Arsch. Hasse es. Ich dachte schon, der hinter mir hupt mich an. Und dachte ich, hey, die haben gar keine Hupen. Oh nein, jetzt verbremse ich mich nur in die Schikane. Easy. Trackert oder nicht? Nein, kein Trackert. Ich glaube, im Regen kriegst du dich auch kein Trackert, oder? Wahrscheinlich schon, aber ich habe wenigstens abgebremst vorher. Also ich hatte tatsächlich die Intention, sie richtig zu nehmen.
Oh, jetzt reicht die Blume gleich nach. Jeder fährt in die Box. Okay, vor allem nicht nach. Nee, so weit nicht. Einfach zu früh auf dem Gas. Kacke. Wo? In der Kurve mit dem rutschigen Astroturf. Also die erste rechts quasi. Ja. Und dann kriegt es mich immer zu weit raus bei dem Wetter. Und dann ist natürlich schon mal doof. Jetzt habe ich gerade fast denselben Fehler zweimal hintereinander gemacht. Na, solange es nicht fünf Runden hintereinander machst. Das ist auch nur fast passiert. Ah nein, erste Hairpin, viel zu weit raus. Hier, schwarz, kannst du Position wieder haben. Willst du nicht? Na gut. Ich dachte, er zieht mit dem McLaren an mir vorbei. Wegen Beschleunigung und so und besserer Linie. Hm. Aber wollte er nicht. Nee, scheinbar nicht. Seltsam. Willst du eigentlich Reifen wechseln? Nein. Ich schere mich auch einen Scheiß um den Reifendruck und alles. Der Wagen fährt, das reicht nicht. Das mit dem Reifendruck ist bei mir so eine Sache. Ich bin halt konstant auf 29. Ah, okay, das ist ein bisschen sehr niedrig. Ah, ich gucke nicht mal nach, ganz ehrlich. Ist mir ja. Klar. Solange es fährt, hast recht. Oh, schwarz hat sich abgeräumt. Oh, jetzt endgültig. Ja. Er ist jetzt 3 Sekunden vor mir. Oh ja, ich sehe es gerade, er verliert massiv. Hm. Jetzt fahre ich hier wieder ganz alleine, ne? Ja, das ist wieder gefährlich. Was ist denn, Mann? Das ist doch kacke. Nein, nicht kacke. Dann kann mir wenigstens keiner die Sicht nehmen. Mir kann keiner durch ein Bremsmanöver irgendwie alles versauen. Ich habe alles in der eigenen Hand. Ja. Yellow Flag, Sektor 2, das ist doch irgendwo hinten. Oh, schwarz hat sich wieder gedreht. Ah. Diesmal komplett. Der Regen bleibt übrigens jetzt konstant weiterhin für die nächsten 30 Minuten. Alles klar, danke. Gerade vor der Schikane, auf dem Korb außen angebremst mit 2 Rädern. Ui, ui, ui. Ich hatte ein bisschen Angst. Code Brown? Noch nicht. Okay. Ui. Ich muss dabei immer an diese Szene aus Deadpool denken. Der Typ weiß, wie es geht. Welche war denn das nochmal? Wo er den Typen erklärt, warum er rote Kleidung trägt.
damit man das Blut nicht sieht. Und dann ist der Typ da mit der braunen Hose. Das wäre schon ein guter Film. Ja. Das hat mich auch echt näher gebracht, Ryan Reynolds zu mögen. Ne? Ja, tatsächlich. Der ist auch persönlich, scheint ein ziemlich cooler Typ zu sein. Ja, der ist, glaube ich, immer lustig irgendwie, wenn man den hört. Ja. Ich habe mir sonst keine Filme mit ihm angeschaut, aber Deadpool war okay. Sehr okay. Ja. Oh no, oh Gott. Alles noch cool, ne? Ich bin das nächste Auto hinter dir. Ja, ich weiß. Ja, wenn du die Kost kommt, ist das hier. Aber das ist egal. Ja, passt alles. Hätte ich gesagt, du hättest dann fahren lassen. Ja. Wegen der Lenker. Ach so. Ja, zweite Haarnadel. Ja. Oh Gott, der Tikoso kommt so krass näher. Ich habe noch 4 Runden Sprit. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe bis zum Ende nachgetankt quasi. Also ich habe 100 Liter im Tank. Ach so, und du tankst nur einen Liter in die Box rein. Nach? Ja. Okay. Wow, das heißt, du musst mir noch mehr Zeit weg dann. Bisschen. Da kannst du locker wieder aufholen, so wie ich gerade fahre. Scheiße, ey. Ich verliere trotzdem auf dich, ne? Das ist dir bewusst. Also du kannst gerade scheiße fahren, wie du möchtest. Ich halte jetzt noch den DiCosto die letzten 4 Runden auf, die ich habe. Ja, schieb ihn raus, das ist kein Thema. Timo, schieb ihn raus. Ich glaube, ich habe viel zu viel Sprit dabei. Der ist jetzt echt bei der erstbesten Möglichkeit anzu. Ja, drück mich von der Strecke. Ja, das ist okay. Nee, die Kosso kennt da nichts. Und er bleibt auch vorne, ne? Er drückt mich aus der links-rechts Schikane raus und bleibt vor mir. Ja, faires Überholmanöver. Ja, absolut. Aber jetzt lässt er mich wieder vorbei. Recht? Oh, nice. Ja. Er hat es realisiert. Erst Dive-Bomben in die Schikane rein und dann auch noch rausdrücken, ne? Ja, kann mal passieren, ist nass. Der steht da sehr ungünstig. Da stand einer. Oh, Kacke. Der lange, ja. Der stand am Apex von der Linkskurve. Der letzte links vor der rechts. Das ist sauschnelle Links. Ja, das ist in der Tat ungünstig. Ja. Aber wir haben ihn beide nicht weggeräumt. Ich glaube, ich weiß, wieso die so viel schneller sind als ich. Ich fahre halt legit einen Max-Flügel. Ja, bei dem Wetter. Ja, und halt einen sehr hochliegenden Bentley, ne? Das ist aerodynamisch echt nicht. Ach, stimmt, top, du hast ja deine Höhe so. Ja. Thank you.
So, zwei Runden Sprit habe ich noch an Bord. Ui. Mach das nicht. Ich habe ihn gefangen. Aber der Dekost ist jetzt final durch. Ach, schade. Ja, lieber das als das Auto verlieren. Ich sag's ja, auf dir jeden Fall, klar. Wenn du reparieren musst, ne? So hast du halt jetzt eine Position verloren. Na, wenigstens nicht so viel Zeit. Ich bin vor dem abbremsenden Rechtsknick in der Senke beim Anbremsen links auf den Curb gekommen. Ah, ja. Oh, jetzt so. Habe ich den Doll hinter mir. Das heißt, ich werde überrundet. Das heißt, ich fahre jetzt in die Box. Das könnte ein guter Zeitpunkt sein, ja. Ich fahre jetzt in die Box. Liter werden nachgetankt, machen wir 52 draus, sicherheitshalber. Wie viel hattest du denn verbraucht? Ich bin mit 54 Liter circa. Oh, da hast du ja echt gut gerechnet. Das hat die App für mich übernommen. Und da fahren wir auch schon wieder. Ich bin sogar noch immer vor dem Sauer. Ja, geil. Weinberg hat sich rausgedreht. Jetzt kommt der Simo natürlich durch, weil ich abbremsen musste, weil der kennt keine gelben Flaggen. Gelten die für ihn nicht? Hat er Spezialregeln? Sollte man meinen. Das wurde doch vorher extra nochmal gesagt, ne? Ja, ne? Also ich musste ausweichen, es ist eine gelbe Flagge und er zieht ihn dann rein. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich komme sogar vor Iri durch. Geil. Ja, ne? Aber der stand lange, ne? Ist dem so? Der ist jetzt nämlich raus. Ja, der ist vorhin, glaube ich, reingefahren, als ich dran vorbeigefahren bin. So. Okay. Also könnte schon ein bisschen länger gestanden haben. Reifenwechsel? Probably. Ja, das scheint aber noch länger zu sein. Ist er vielleicht wirklich irgendwo eingeschlagen? Du, Sauer dreht sich vor mir. Das hast du jetzt davon. Hoffentlich ohne dich zu behindern, großartig. Ja, ja. Frei nach Fernando A. Karma.
Oh nein, ich hab's schon wieder getan. Was hast du schon wieder getan? Ja, da in der Kurve mit dem rutschenden Korb mich zu weit raustragen lassen, weil ich zu früh am Gas war. Damn. Das ist halt einfach bedingte Lernfähigkeit nur, ne? Nicht so hart mit dir ins Gericht gehen. Ja, ist aber echt so. There's a car exiting Pitley. Ach, Stelly, der ist eine Runde vor mir und hat gepittet schon. Das ist ein Yikes. Ja, geil. Habe ich noch gesagt, die Porsche könnten eine schwierige Zeit hier im Regen auf Donington haben. Aber gut, einer von den 37, die mitfahren, muss es ja reißen. Das ist really richtig, ja. Oh Mann. Könnten ohne Spaß Porsche Supercup fahren, das wird keinem auffallen. Naja, Porsche und Aston halt, ne? Iri, sei mal jetzt nicht so viel schneller als ich, bitte. Gönn mir das. Und gönnt er oder ist er so ein nicht schnell? Ja, irgendwas passt mit meinem Auto. Irgendwas habe ich falsch eingestellt. Es ist wahrscheinlich echt die Fahrhöhe, die mich so ausbremst. Ja, was anderes kann es ja eigentlich gar nicht mehr sein, ne? Ansonsten. Ja. Haben wir ein identisches Setup. Ganz genau. Ah, jetzt baue ich auch noch die Scheiße. Fuck. Ja. Gut, Iri ist durch. Aber ohne Einschlag? Ohne Einschlag, ja, ich bin aus der letzten Kurve viel zu weit geflogen. Oh, jetzt bin ich trotzdem wieder P19. Ich habe nämlich auf meinem Twitch-Kanal Pre-Race eine Umfrage gestartet, ob ich die Top 18 schaffe. Es gibt einige Ja-Stimmen. Und die darf ich jetzt natürlich nicht enttäuschen, ne? Das ist richtig, aber kein Druck. Nö, Druck habe ich nur, wenn ich aufs Klo gehe. Na, Polozzi ist hinter mir und der Wascher an der Box macht jetzt Druck. Und dahinter sind schon Doll und Mutter und nee. Ja, da jetzt hast du die Kampfgruppe hinter dir, die ich hatte, bevor ich in die Box gefahren bin. Na, vor allen Dingen die schnelle Bergab-Sektion, da muss ich mal gucken, wo ich die vorbeilassen kann. Am besten danach erst. Ja, irgendwie schon, ne? Aber wenn ich hier halt so lange mich aushalte, schaffe ich halt die Kurve nicht mehr. Das ist halt so lächerlich, ne? Sauer hat mich jetzt auch schon wieder überholt. Und Iri hat's weggeworfen. Nice. Der Bentley ist so... Also ich habe den so verstellt. So extrem. Hälfte des Renns um und schon überrundet. Mäh. Ja, es ist schon mehr als die Hälfte rum. Ja, gut. Und die Strecke ist extrem kurz. Also, ich finde, das ist bis jetzt dein bestes Rennen der ganzen Saison. Das auf jeden Fall. Ich hatte bisher auch noch keinen Bär. Aha. Jinx, Jinx. Oh, jetzt habe ich auch noch einen Schwarz hinter mir. Den McLaren schwarz, aber. Den S schwarz. Der M schwarz hat mich gerade überrundet. Der fährt Aston, oder? Porsche. Porsche? Oh. Zwei Schwarz, die keine Brüder sind. Der M ist, glaube ich, der im Porsche sitzt, ist, glaube ich, der Österreicher von den beiden. Ah. Oh. Die hätten ein Team ein Team öffnen sollen das und das Team generische Kacknamen nennen sollen. Oh nein. What? Das ist gemein, ich weiß. Ah, jetzt habe ich auch fast Karma bekommen.
er sticht halt beinhart rein, ne? Er sticht rein und der Iri gleich hinten nach. Ja, ist doch gut, Leute. Krass. Das hört sich echt dramatisch an bei dir. Sie werden mich kriegen, so auf kurz oder lang. Keine Frage. Ach so, sie sind jetzt nicht durchgekommen. Nee, ich habe sie mir wieder geholt in der letzten Kurve. Ah, sehr gut. Aber jetzt auf Startziel haben sie mich einfach beide geholt. Iri hat mit 3 Wagenlängen abgezockt. Wow. Ich kämpfe hier echt mit stumpfen Waffen. Jetzt bin ich Vorletzter. Cool. Ist der letzte Landwehr, hat 3 Runden Rückstand. Aber der fährt wieder. Ah ne, Nietzsche hat er vorhin abgestellt, ne? Nietzsche hat abgestellt, ja. Gut, Schwarz verabschiedet sich wieder aus unserer kleinen Kampfgruppe. Naja, der fährt sehr unkonstant. Interessant. Schlimmere Linien drauf als ich. Ja, das Problem ist, die haben sich jetzt beide schon 3 Mal oder so gedreht und sind mit mir im Positionskampf. Sauer hat sich gedreht, mich wieder überholt und mir jetzt schon 14 Sekunden wieder abgenommen. Wow. Und jetzt drehe ich mich auch noch. Fast. Ich drehe mich tatsächlich. Fast hätte ich den Schwarz noch abgeräumt. Das ist echt so ein gebrauchter Tag heute, das Rennen. Ja, das ist leider echt schade mit dem Regen und allem. Ich meine, mir spielt es in die Karten, aber Regen wünsche ich eigentlich niemanden. Hast du halt wenigstens mal den Rucksack an? Den kleinen Rucksack. Nee, für mich brauchst du den großen Rucksack. Na stimmt, du bist ja so lang. Nicht nur lang, glaub ich. Brauchst du echt einen großen Rucksack. Aber ich muss sagen, es ist schon gut anstrengend, ne? Ja, ist es. Also ich meine, ich habe ja nicht mal krasses Force Feedback hier, ne? Mhm. Aber was ja jetzt hochgestellt. Nee, aber generell. Ja, ein bisschen schweißtreibend ist definitiv. 6 Sekunden Damage. Nein, Autoberührung. Ich habe eine Wand berührt. Ah. Weil ich am Körper verloren habe. Kacke. Wow, vor mir habe ich nur irgendwo eine Bande fliegen sehen, ganz links an der Strecke. Muss so ähnlich wie der Stab, den du vorhin auf mich geschmissen hast, gewesen sein. Ich wollte eigentlich Speerwerfer werden. Mit dem Bentley. Ja. Ja, ich habe schon wieder die ersten hinter mir. Mensch. Nein. Echt? Ja. Doll, Schwarz, Mutke. Ach, Kacke. Ne, Schwarz ist in der Box. Colozzi auf 8. Wie lange standst du in der Box? 15 Sekunden. Das geht ja echt. Ja. Yeah.
Oh, noch 18 Minuten, dann sind wir schon durch. Ja. Das hört sich gut an. Was ist denn jetzt mit dem Auto los? Auto müde, Auto schlafen. Ja, Auto hat echt keinen Bock mehr. Oh, ich sehe dich da vorne schon. Jetzt hätte ich auch nur hier von einer heimtückischen Fliege genervt. Ist sie. Das wäre ein Way to Assert Dominance. Ja. Das ist die erste Direktion, mit der ich gerechnet habe. P20. Am Parkplätzen müsstest du ja auf jeden Fall noch gut machen, ne? Einfach dadurch, dass du schon in der Box warst. Das wird echt meine letzte Hoffnung. In die Kurve an, das ist doch kacke. Nee, Winkler, lass mal nicht hier machen, bitte. Oh Mann, sein Ernst. Er hat sich zu viel vom Hansel abgeschaut. Nee, der ist gut gemacht. Er hat gesehen, er kann nicht schneller beschleunigen auf der Geraden und hat dann zurückgesteckt vor der Kurve. Okay. Das war echt nice von ihm. Hab ich nichts zu sagen. Muss ich mal gucken, dass ich ihn nicht zu lange aufhalte. Er war halt schon an der Box. Ich meine, eigentlich auf dem Papier ist ein Positionskampf, aber... Auch nur auf dem Papier. Ja. Oh Mann, jetzt habe ich so lange gewartet, den Platz zu machen. Guck mal, ich nehme einfach noch so ein paar Banden mit. Dann passt das. Sehr gut. Nächstes reißt du noch ein paar mit dem Tod. Ja, nur so ein paar Pirelli-Pappschilder. Ist hier ein scheiß Reifenhersteller. Hm? Kannst du bei Gelegenheit noch mal nach dem Wetter gucken? Es bleibt so. Alles klar, danke. Slow Car hält. Ach, es ist Mutke. Ma. Schwarzi Boy, dreh dich noch dreimal. Und danach noch dreimal, damit du auch hinter mir bleibst. Auch noch 13 Minuten.
Winkler und Lange geben sich's vor mir live. Sehr schön. Ja, das sind halt P8 und 9, ne? Dann hätte ich gesagt, die kleinen Webcam-Nutten. Schön, dass du es trotzdem noch gesagt hast. Du hast es halt einfach so sehr zweideutig formuliert, ne? Ach so, weil ich gesagt habe, es geben sich ja, okay. Ja. Good point. Das ist tatsächlich up to me dann. Ja, finde ich auch. Ist aber auch gut, dass du gleich die Verantwortung dafür übernimmst. Natürlich. Nicht, dass hier irgendwie ein falscher Eindruck entsteht. Dass ich irgendwas damit zu tun gehabt hätte. Ah, ganz und gar nicht. Den Gedankengang ist rein von jeder Schuld. Ja, richtig. Na, da ist er wieder. Deine Lieblingskurve. Ja. Das war jetzt echt ungünstig hier. Tut mir voll leid, Schwarz. Porsche Schwarz nehme ich an, ne? Ja, Porsche Schwarz, klar. Weil der wollte da unbedingt durch. Und dann war mein Bentley halt ein bisschen lose. Weil der Wert auf rechts. Das geht schnell. Max hatte jetzt doch keinen Bock, ne? Nee, aber der würde nachher potenziell Hände Blues spielen. Und oh, geil. Genehmigt. Der hat sich jetzt nämlich auch geholt auf meinen Anraten. Ah. Also sofern er Bock hat. Wir haben nur mal darüber gesprochen, dass wir es spielen wollen. Mhm. Zehn Minuten noch. Das ist ganz gut, weil hinter mir. Wann hat mich denn der erste überrundet zum zweiten Mal? Hä? Weil hinter mir kommen Position 2 und 3 irgendwie. Okay. Da hat sich vielleicht die alte Position 2 rausgedreht, ne? Oder in die Box. Ah, ja. Das ergibt Sinn. Durchaus, ne? Das ist fast wie mit dem Pfefferminztee. Ganz genau, ja. So, dann kann ich nämlich weiter in die Box fahren, wenn die an mir vorbei wollen, alle. Das scheint nämlich wirklich ein kleiner Zug zu sein. Du hast ja gemeint, helle Blues war so um 20 Uhr heute, ne? Ja, ich dachte hinterher noch kurz, also nach dem Rennen hier, essen, duschen. Auch kurz entspannen, ja. Genau. Hansel muss auch noch in die Box. Ist ja schon mal nicht so gut. Wenn du vorbei willst, sag mir einfach wie, wo, ne? Ach, das passt schon.
Ich werde mich hier einfach ein bisschen verbremsen und dann stellt sich die Frage gar nicht. Das ist auch die Option. Ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach in die Box reinfahre. Wetter bleibt gleich, in 30 Minuten gibt es ein Plus, also es ist okay. Irrelevant. Gut, dann fahre ich jetzt rein. Es ging mir nur um die Leute hinter mir. Och, leere Boxengasse. Richtig geil. So, da ist mein Schild. Oder hat sich jemand bei Stadt gedreht? Oh. Die 120. Die 5, scheinbar. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Mhm. Ja, Hauptsache Landwehr rasiert mich fast ab, wenn ich hier aus der Box rauskomme. Geil. Ja, die Geschwindigkeitsdifferenz ist ja krass, ne, wenn du da rauskommst. Ich glaube, er hat es echt spät gecheckt, dass ich da komme. Gibt ja nur eine Ansage und ein kleines schwarzes Wort, das sagt K-Exit und Pitlane. Ja, aber was willst du machen? Manchmal ist man halt im Tunnel. Ja. Das darf keine Ausrede sein. Eigentlich nicht, nee. Jetzt kommt Iri hinter mir, Positionskampf. Kacke. Ja. Das ist natürlich. Und 7 Sekunden dahinter ist die auch so. Hm. Ich rutsche erstmal schön vom Track. Hey, ich habe noch 25 Liter im Tank. Noch 25 Liter? Ja, das langt locker. Ich habe auch viel zu viel nachgetankt. Ich habe jetzt noch 23. Ja, das ist halt echt viel zu viel, ne? Ja. Können wir noch ein paar In-Labs fahren. Ohne auf Map 8. Ja. So, ich darf dann wirklich nur nach dem Rennen nicht vergessen, den Strafantrag zu stellen. Wegen der gelben Flagge? Nee, wegen Qualifying. Was war nun Qualifying? Der Landwehr, der am Apex stehen geblieben ist. Ach, das Ding, ja. Der Hansel war auch noch immer nicht in der Box, der ist auf P2 aktuell. Seine 5 Minutes of Fame. Sein ihm gegönnt. Oh, jetzt fährt er in die Box. Na, viel Zeit ist er auch nicht mehr. Das ist richtig. 4 Minuten noch. So, jetzt ist Wutke. Das Wutke ist doch Schwung, ne? Ja. Das ist auf 2, Stelly auf 3. Sauber auf 13. Jetzt, wenn du Zeit hättest, sowas nachzugucken im Regenrennen. Bitte? Als wenn du im Regenrennen Zeit hättest, sowas nachzugucken. Ne, die sind gerade hinter mir auf der Strecke. Achso. Das ist natürlich dann eine sehr unangenehme Position für dich. Ja, ja, und wie gesagt, 6 Sekunden hinter mir ist noch der Positionskampf, der noch aktiv ist. Mhm. Come on, Schrubi, gib mir Windschatten. The faster car is approaching. 3 Fuß ist hinter mir. Kacke. Ui, ui, ui. Gut,
Ich mach dir Platz, Steady. Schon wieder, ich dachte, es ist schon wieder eine gute Idee, auf dem Curb anzubremsen. Turns out ist es nicht. Ja, komisch. Ich habe das aber auch so gehört. Ich verstehe es halt nicht, ne? Das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, ich werde dann bis 8 oder so noch Zandvoort trainieren für morgen. Ach, du fährst morgen GT4, ne? Sofern jetzt morgen keine Pläne mehr aufkommen, fahre ich da morgen mit. Ja, geil. Kann man sich da so spontan noch anmelden? Ja, klar. Aha. Du brauchst nur auf den Channel von dem Typen gehen und in dem Ankündigungskanal mit dem Daumen reagieren. So einfach. Oh. So einfach ist es. Ich brauche nicht mal vom Gas gehen zwischen den beiden Rechtskurven. Der Aston kann auf der Geraden an mir vorbeiziehen. Wow. Ich sag ja, ich kämpfe mit stumpfen Waffen hier. Ach, die Kosso, nein. Jetzt doch nicht noch. Warum denn? Hat er dich getötet, oder? Ziemlich. Oh nein. Ich habe extra noch Platz gemacht. Hast du Schaden? Oder wie? Ja, ja, wahrscheinlich schon. Ja, vor allen Dingen habe ich die Position gegen ihn verloren. Antrag sehr, ist raus. Sehr unschön. Ja, ich gucke mir das nachher im Replay an. Vielleicht bin ich auch zu sehr rumgehampelt von links nach rechts. Oh, fuck, jetzt habe ich die lange hinter mir und jetzt verbrennen sie mich auch noch. Geh weg. Will nicht letzter werden, vorletzter werden. Noch dazu jetzt. Alter, ich werde auf der Geraden von dem Aston nass gemacht. Das ist echt unschön. Ich konnte mich nicht wehren, nichts. Er zieht in dem Bergabstück 6/10 davon. Oh, echt? Ja. Oh, ja, ich hab Schaden. Alles, was länger als 10 Meter geradeaus geht, verliere ich. Komm, setz das nochmal weg, bitte, lange. Hab Ehre. Hab Ehre im Blut. Der hat mir auf einer eigentlich fehlerfreien Runde, von mir zumindest, über 2 Sekunden abgezogen. Oh wow. Ja. Ich habe keinen Fehler drin gehabt. War jetzt natürlich nicht die schnellste Runde, ist klar. Aber der 37.4 ist es trotzdem geworden. Ja, das ist auch für Regen keine Kackrunde. Nö. Der hat mir 2 Sekunden abgezogen. Das ist dreist. Ja. Ich fahre jetzt auch gar nicht langsam auf der Insel, das ist mir egal. Ich heiz da durch und steht es ab. Hauptsache wächtern. Ja. Das ist fürchterlich, die Rennen hinter uns lassen. Jetzt Session beendet, was ist da los? Ja, das war's dann, Jungs und Mädels. Ich fahre hier noch mit euch rein. Das ist inzwischen Standardergebnis, 18. und 21. Und dann sehen wir uns demnächst. Macht's gut, John, bis dann. Tschö.